Ja, wenn wir Paris haben, haben wir halt die Hauptstadt von denen. Das ist schon einiges. Oh, die Bretagne rennt beim Land. Ey, Skallis, meinst du, du kannst dir Paris, Corps, Normandie und Aramore geben? Nee, ich kann dir das auf keinen Fall. Würdest du dir das nicht geht? Irgendwann wird's Amor, wo ist denn Amor? Bretagne. Warte, schau mal, ich bin mir ziemlich sicher, ja, aber die anderen wollen ja auch noch was. Achso, stimmt. Da können wir nicht Baratfrieden mit Afrikanern machen. Das wäre blöd, müssen wir wieder alles belagern. Ja, aber wieso? Sagen wir so, ich kann ja Paris, vielleicht nochmal die Call mit Amor. Ich verstehe gerade nicht, woran du denkst, wir machen einen separaten Frieden mit Nordbritannien. Oh, verdammt. Ah ne, das können wir nicht, die machen wir jetzt. Wir machen einen separaten Frieden mit Leute, irgendwie stehen schon wieder alle Feinden bei mir unten. Mit Frankreich und dann machen wir halt den. Ah, Mist. Warte, das gar nicht. Ja, lass uns das mal belagern erstmal. Wir müssen erstmal schauen, dass wir herbeigeben. Aber das würde ich halt gern haben. Ja, okay, also dass du es an sich haben kannst von mir aus, ist klar. Wir müssen nur schauen, dass jeder einen fairen Anteil kriegt, okay? Ah ja. Nein, Vatikan müsste separat kriegen. Also sagen wir so, dann 50-50 so. Der zweite. Scheiße. Oh ja, das ist ganz schön. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ja. Ach, wieso halt? Weil ich gerade eben mit einer... Ich wollte 10.000 Mann ausschalten, beziehungsweise Stackwipen. Ich habe unterschätzt, dass halt doch 10.000 Mann sind, die man nicht so schnell Stackwipen kann. Ja. Ach, ich lege die Belagerung jetzt zusammen, welche weiter. Ja, da habe ich noch. Ja, du verlierst ja gerade 20.000 Mann halt. Ja, ich verliere schon wieder Truppen. Nein! Ich hasse EU4 manchmal! Es hat sich in dem Moment ein Pop-Up-Fenster geöffnet, wo ich meine Armee wegziehen wollte. Ja, bitte, ich habe gerade eben ziemlich viele Armeen verloren. Okay, dann... Lol, bei mir hat sich gerade eben einfach ein Pop-Up-Fenster in dem Moment geöffnet, wo ich meine Armee retten wollte. Okay, wir kriegen die hier. Oh Gott, ist das traurig, sowas. Okay, wir kriegen sie gerade. Ja, okay, dann... Endlich. In Bourgogne. Was? Rechts. Bevor da die 70 kommen. Ich wollte gerade sagen, ich wäre sehr froh, wenn Umbrien mal fällt. Und dann lassen wir hoch an nach Paris gehen, erstmal damit die es nicht belagern. Sag mal die Nummer, die es sagen. LOL. Vatikan. Ja, nochmal die. Was ist mit dem Vatikan halt so? Der stand auf einmal mit irgendwie 36.000 Truppen vor mir. Das ist natürlich eine Überraschung. Ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er überhaupt noch irgendwas hat. Und der Vatikan, der rekrutiert hat, immer unendlich lang, weil das ist bei dem immer recht übel. Hast du deine Zeit unterstützt? Nö, ich bin nicht unterstützt. Ich wusste, aber ihr könntet mir trotzdem sehr gern mal die 77.000 Franzosen mit dem 3-Sterne-General vom Leib halten. Wusstest du, jetzt könnten wir das. Ja, wir haben den schon zweimal besiegt, Heiko. Heiko, kannst du vielleicht schon mal die Provinzen unten in Dings, in Italien dem Tunesier überschreiben. Das können wir doch alles machen, wenn er gewonnen ist, die Schlacht. Nein, der ist ja auch schon fast raus, der hat ja schon 42%. So stimmt, ja, wir machen jetzt Barat. Alles an den Tunesier, oder wie? Ja, willst du noch was haben? Mal, ja, ich meine, du kannst ja dann ein bisschen was nach Frankreich. Du kannst ja vielleicht so irgendwie was an der Ostküste so oder sonst wie. Ja, nee, ja, ich hole mir wieder was von Frankreich. Ah, der Vatikan, das ist einfach so krass, der und seine Truppen, die er rekrutiert. Der hat teilweise nur 2, 3 Provinzen und rekrutiert immer noch wie ein Geistesgestörter. Oh mein Gott, ich habe einen Berater gekauft. Ich benutze einen Berater fürs Militär. Aber der gibt mir 500 Disziplin, das ist so wert, denke ich. Ja, ich könnte mir was aufnehmen. Ja, schon mehr ein 3er Militärberater. Ich habe 3 Berater, glaube ich. Ja. Ja, was hat er denn? Oh, es wird Ungarn im Krieg. Ungarn, Skandinavien nur. Ja gut, dann machen wir hier den. Ja, ist mit... Wahrscheinlich ist das ein Problem. Ach, er verteidigt den Kaiser. Lol. Ernsthaft. Ja. Frage, wie geht's dir denn? War in den letzten Tagen bei dir auch in der Nacht immer so stark Regen? Nö, es ging eigentlich. Was war in den letzten Tagen immer in der Nacht richtig krasser Sturm? Also ich weiß es nicht, ich kriege meine Zone nicht mit, wenn es regnet. Ich finde das so schön, wenn es regnet, da kann ich so gut nachwenden. Wenn es schön blitzt und donnert. Das stimmt tatsächlich auch. Es gab für mich immer nichts Schöneres, wie bei Regen Auto zu fahren, also als kleines Kind. Ja, das habe ich auch. Ich mag das immer. Jetzt darf ich selber bei Regen fahren und ich sage euch, das ist scheiße. Vor allem, weil ich da immer noch müde werde, wie so ein kleines Kind. Nur halt beim Autofahren müde werde, ist nicht so cool. Ja, ich kann doch nicht fahren, also das Problem finde ich. Ja, aber du kannst ja denken, dass es nicht so cool ist und dabei ja, schläfrig wirst. Ich vermute, dass es so gut ist. Für dich und für die Passanten. Ich habe neulich fast einen Fuchs überfahren. Da war da auf einmal. Skalius. Ja, unterwegs. Ich hab doppelt so viel wie er. Das sieht gut aus. Ja, wirklich. Ich hab 120. Heiko, wie hast du es geschafft, ihm auszuweichen? Mit Taktik. Ja? Wem bin ich ausgewichen? Fuchs. Achso, nee, ich habe Vollbremse gemacht von 100 runter und habe dann gehupt im selben Moment. Du hast aber noch so ein Drift hingelegt, oder? So nee, das war zum Glück trocken, die Straße. Scheiße, Alter, ich wusste, das passiert. Sobald ich da mal kurz hochgucke, werde ich wahrscheinlich vom Vatikan geblättet. Ich habe meine Armee übrigens schon wieder um 75% verringert in einem Krieg. Du wirst verringert, was? Ja, ich meine, er hat so viel Verluste, meint einfach. 75% kleiner, von 200.000 auf 50.000. Okay, ja, es waren 180.000 und ich bin ja auf 750.000 runter. Ich hab zwar noch 30.000 Mann in Afrika stehen, aber... Das war auch, wenn die ganze Pause zu machen. Wisst ihr, dass ihr weitermachen kann einfach? Was soll denn eigentlich überhaupt für einen Frieden machen? Also, zumindest vom Vatikan möchte er auf jeden Fall Florenz und Neapel. Ich kann mal fragen, ob er noch irgendwie noch was will und... Es wäre gut, wenn du ihm noch eine Provinz gibst, damit der Vatikan so... Ja, wobei, je nachdem, was du ihm gibst. Ich will mehr Paris auf jeden Fall haben, das ist mein Grund. Dann bin ich Wüstenfuchs der erste Herrscher von Paris. Heiko, wie fühlt sich das eigentlich an, Frankreich zu zerstören? Schön. Ach, das Ereignis der letzten Woche. Überaus demütigend waren. Gewisse Leute. Ich wäre schon in der Vorrunde rausgeflogen. Ja, in einem Turnier, wo auch noch der dritte weiterkommt. Wir sind scheiße in dem Spiel, Heiko. Das waren wir schon immer. Wir erwarten gar nicht, was gut wird. Beim Turnier, in dem Island ins Viertelfinale gekommen ist. Das war nicht gut. Die sind halt gut. Die sind halt scheiße. Okay, sagen wir so, ihm geht es nur um den eigentlichen Handel in Genua. Das heißt, ich werde ihm wahrscheinlich dann Ligurie geben. Heiko, du kannst wahrscheinlich dann irgendwie noch was aus der Ost, also so Salento oder so im Süden. Dafür sind wir Österreicher extrem gut darin, in dem Sport Weltkriege zu beginnen und nicht die Schuld dafür zu bekommen. Im Sport? Sport. Volkssport. Man kann das ganze Volk mitmachen. Oh mein Gott. Meine Flotte ist übrigens fertig. Jetzt habe ich doch das Bedürfnis, so einen Euro in so eine Dose zu geben. Aber ich will nicht, dass Yannick das will. Das wird's. Wie viel größte Flotte der Welt habe ich? Da sind 60.000 Franzosen. 3, 4, 5, na gut. Ich hab nur Manpower. Ich hab einen Regentschaftsrat. Ja. Ich habe einfach viel zu viele Kanonen in meiner Armee. Hat's nicht einen Vierjährigen oder so? Wüsti. Hast du gefragt, ob man den auf den Thron... Achso, der war nur Erbe oder war vor ein paar Jahren. Wir haben 1818, Heiko. Schön. Ich freue mich schon, wenn wir 1914 erreichen. Also ich könnte ihm 80 Grundsteuerwert jetzt schon geben. Geben. Tunesien, also aus dem Vatikan heraus. Hey. Ich könnte ihn Florenz, Umbrien, Ancona geben. Da hat er all seine Provinzen sogar versucht und die da im Norden sind. Probieren die nochmal die. Dann gehen wir jetzt in die Dings. In die Bretagne. Schauen, wie viel ich von Frankreich da fordere. Ich hab 100 Pietät halt. Ich glaube, an das über See angreifen nicht ganz so uncool wird wie. Normandie. Ja. Auch -3. Ja, okay. Wenn es in die Hose geht, dann habe ich es verdient. Weil es hat echt viel weniger Truppen, die ich, also vielleicht wird es doch noch was. Ich hab's dann. Achso, dann Süden. Ich habe gerade eine Multiplayer-Worms- und War-Kampagne im Laufen. Und ich habe ohne Witz 50 Jahre Krieg gegen Karthago geführt. Oh, Wüssi. Was? Nein, Truppen. Ah, München, natürlich ist München religiös fanatisch. Ah. Was denn auch sonst, Heiko? Wüssi, deine Truppen wurden angegriffen. Wenn ich immer viel Geld habe, dann nicht, weil ich das beabsichtigt spare, obwohl ich ein Sparer bin. Ich mache das immer aus Versehen, ich vergesse mal auszugeben. Ösi, dann stell dich aber nicht dorthin, wo du gerade wieder angegriffen wirst. Stell dich vielleicht nach Morbihan oder nach Amor. Vielleicht Amor wäre am besten, weil dann vorne Anjou ist eine gute Partei. Ist egal, hatte ich da angegriffen, oder? Nein, es geht darum, weil... Aber ich belagere jetzt einfach noch schnell kurz alt. Ja, das belagerst du kurz und dann aber bitte nach Amor. Das wäre dann, damit sie dort verteidigen und wenn die nämlich vorne angreifen, dann haben wir halt Verteidigungsterror und ansonsten sehen wir die recht früh. Terror. Heiko, kennst du das Gefühl, wenn wir jemanden einfach nur schlagen? Ach ja. Nein, ich habe ja kein Problem mit dir. Guck, ernsthaft, Heiko macht denen die Rechte für die Pause machen. Halt. Ja, ich krieg für 10 Jahre nochmal Disziplin extra drauf. Ups. Ich hab's übrigens geschafft bei... Ach, ich habe alle Technologien dieser Gruppe erforscht. Diplomatie und Militär. Heiko, ich hab's wie die Amis gemacht. Ich hab die Normandie und das Hinterland erobert. Belagerung von München? Scheiße. Du hast München verloren. An die Bretagne. Ja. Ihr macht ja irgendwie nichts gegen die französischen Truppen. Die sind auch immer die anderen schuld, oder? Ja. Du wirst nicht erleben, dass ich Fehler zugehe. Ich baue schon die ganze Zeit Gebäude für Manpower. Ich habe schon quasi alle Gebäude für Manpower gebaut. Also warte. Ich besitze keine Gebäude für Manpower mehr. Doch, diese lokale Soldatenzahlen bringen doch was, oder? Ja genau, die habe ich fast alle gebaut, die irgendwo noch Sinn machen. Natürlich die, wo 180 oder so geben, da eher weniger, aber ansonsten habe ich davon schon richtig viel gebaut. Ich kriege ja auch fast 2500 Truppen pro Monat. Wüsti? Ja. Deine Truppen? Ich will auch mal einen Kampf verdienen. Du willst auch mal einen Kampf verdienen, okay, gut. Ich habe noch gewonnen. Ja, aber knapp. Deswegen, das habe ich gesagt, wolltest auch mal einen Kampf verlieren. Ach, bist Person. Es war knapp, das ist das Einzige. Hast du ja gut schon. Das Geile ist... Ja, ich seh's. Hilfe. Oh. Autsch! Ah, du kriegst es. Ja, sei froh, dass ich 130 Disziplin hab. Meine marokkanische Truppe sind noch von den Schlag gekommen. Dazu kriegt die ganze Taktik mehr als er. Okay, jetzt werde ich mich informantieren. Heiko, willst du irgendwas aus Italien? Hm, nee, eigentlich nicht. Warte, hier. Arezzo. Ah, nee, das passt, das kriegt alles. Irgendwas im Süden vielleicht? Salento irgendwie die so. Nee, wir sagen, Tunesien kriegt ganz Italien. Dafür diskutiere ich nächstes Mal mit Tunesien wieder richtig falsch aus, ob ich vielleicht. So ganz aber wobei, nee, ich nehme einfach nichts und dafür helft ihr mir nächstes Mal. Na gut, also irgendwas aus Frankreich, weil ich meine. Weil wir dir so ja, wenn ihr mir Frankreich geben könnt, aber ich meine, zu weit ist das auf keinen Fall weg. Du hast so viel Reichweite, du kannst sogar was in Normandie theoretisch von der Reichweite, also. Na gut. Du musst mal schauen, wie weit deine Kolonialreichweite ist. Du kannst ja auf der Karte gehen und dann auf die Küstenprovinzen. Naja, ich kann das auf jeden Fall, das ist ja schon eine Provinz dazwischen. Wobei, ich glaube, ich kann das Problem ganz einfach lösen. Was heißt ganz einfach? Ich greife später einfach Mailand an. Weil ich greife die Schweiz an. Mailand ist Vasall von Tunesien. Gut, ich habe eine bessere Idee. Ich habe sowieso eine saumäßig gute Idee. Ich greife später die Schweiz an. Die sind nämlich mit allen, mit dem ganzen Reich quasi verbündet, aus mit Österreich und Ungarn. Hol mir dann die Schweiz 2 Provinzen, habe ich nämlich einen Zugang zu meinen Frankreich-Provinzen und ich kann Kaiser werden, indem ich alle vassalisiere. Ich glaube, die Goldene Horde schafft es vor, der Kaiser zu werden. Gold, nein. War das jetzt so ein Nein, sie nicht oder Nein? Nein, wird sie nicht. Das war so ein Nein, wird sie nicht, okay. Ich sag mir so, wenn ich Tunesien das mal gebe, was ich überhaupt will, dann wäre das auch mit AE fast schon Selbstmord. Aber das ist dann halt nochmal für die Leute, die jetzt rumhalten, ihr müsst ja unbedingt cheaten, damit ihr länger spielt. Nein, wir spielen jetzt halt einfach noch eine Weile, wenn wir da Lust drauf haben. Und wenn es niemand mehr sehen will. Das spricht nicht für uns alle. Man kann ja sagen. Ja, Wüstenfuchs, wenn du keine Lust mehr auf das Projekt hast, wie erwähnt, ich kann dich ganz schnell ersetzen. Ich brauche wahrscheinlich 10 Sekunden dafür. Für die Leute, die was dagegen haben, die sollen es nicht angucken, aus Ende fertig. Sie wissen ja, an welchem Tag. Und ansonsten können Sie von mir sagen, da schauen wir halt nicht weiter. Dann ist ich das übrigens halt alle Texte durch. Und ansonsten könnt ihr ja noch, können die Leute ja sehen. Heiko, das ist nie eine Politik. Ich bin zwar nicht dafür, aber ich mache trotzdem mit. Ich lege nur einen formalen Protest dagegen ein. Wie die SPD. So. Ja, war gut, oder? Ja, schon. Ich gibt's noch. Nötig wurde annektiert halt. Wenn übrigens jemand Truppen übrig hat, wir haben noch 46.000 Franzosen, Bretagne in Oh mein Gott, das US-Kanal, Heiko, guck ihn dir an! Sieht man den etwa, oder? Ja. Oh. Dafür wurden 12.000 Dukaten ausgegeben. 20. Oh mein Gott, das war's. Ach, ich hab gerade nach Panama-Kanal geguckt, ich Idiot. Panama wären sogar 30.000. So ist, Alter, bringt den Asiaten ziemlich viel, gell? Die ganzen Inder, die kommen doch jetzt leichter zu uns rüber. Ja, glaub schon. Die können halt auch einfach über Land weggehen, was zu schnell ist, relativ. Ich muss Schmuggler stoppen. Hm? 60.000 Rebellierenden in Paris. So, Ruf nach Frieden, Hey, das sind 60.000 französische Republikaner. Lol, ich will dir gegen Rippen. Ups. Ach, weil ich nur Artillerie dabei habe, deswegen. Ach. Okay. 10.000 Artilleristen, 2.000 Soldaten. Kannst du mal langsam Frieden in Italien machen? Ja, bin gerade am Vorbereiten. Wir brauchen damit langsam eine Aufmerksamkeit in Frankreich. Okay, sind nämlich 120.000. Separatfrieden jetzt mit Vatikan. Warte kurz, wir hauen noch seine Armee tot. Es sind übrigens 120.000 französische Republikaner aufgetaucht. Ja. Was? Ja. Also, ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt einen Frieden machen und Frankreich sich seinem Schicksal überlassen. Nee, wir fordern ja auch was von Frankreich. Also, hat die Truppen besiegt? Ja, sind tot. Ach, wobei, warte mal kurz, die fliehen gerade noch. Und dann können wir sie stackwipen. Vielleicht. Nee, kommt nochmal. Warte, jetzt können wir sie vielleicht stackwipen. Heiko! Ja, sofort. Ja, okay. Kann ich Frieden machen. Danke. Na gut, die AE habe ich mir schon mal vorgestellt. Einiges wie erwähnt, AE ist eh egal. So. Kannst du das für mich fordern, was ich fordern will? Und dann noch deine fordern. Lass mich mal kurz schauen. Die D3. Nein, lustigerweise nicht. Was? Nicht? Ja, ist 52 und wir haben nur 35. Heiko, ich würde noch einen Part machen heute. Jo, das passt. Okay, wunderbar. Ach, ich habe übrigens ganz schnell später sagen, ich werde wahrscheinlich die Schweiz angreifen, dann bin ich nämlich mit allen Kurfürsten im Krieg und dann lasse ich mich zum Kaiser krönen. Und ich krieg einen Zugang zu Frankreich. Löst doch das scheiß Heilrömische Reich lieber auf. Erst will ich einmal Kaiser werden als Osmane. Und danach löse ich es auf. Okay. User left your channel. Heiko, hilfst du uns jetzt im Krieg in Frankreich? Ja. Warum bist du dazu nicht mehr? Ich bin, ich helfe euch, indem ich jetzt ja schon die Provinzen belagere, die Bretagne in meinem Land belagert hat. Ja. Weil ich muss eh Manpower sammeln erstmal. Ich habe zu wenig Truppen. Ich habe doch irgendwie 60.000 Truppen oder so in Frankreich verloren. Deswegen habe ich mich ja überhaupt erst rausgezogen, weil ich nicht genug Truppen hatte, um gegen den Vatikan und Frankreich gleichzeitig zu kämpfen. Wie viel AE hat eigentlich das Ding bekommen? So geht ja eigentlich. Jetzt kannst du mir eine Einheit schicken, damit ich hier Bordeaux planen kann. Ah, okay, der Kaiser muss katholisch. Musste wirklich? Geht es nicht? Anders könnt ihr mich nicht wählen, selbst wenn es meine Vasallen sind. Ja. Okay. Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte ich wissen, ja. Du musstest dafür extra zum Beispiel Dings werden. Ja, ist nicht protestantisch, sondern orthodox. Sowas zum Beispiel. Musstest du werden. Okay. Planänderung, ich werde es reich auflösen. Ich kann nicht Kaiser werden, weil, ja. Kannst du nicht? Muslimisch. Ja. Na okay, dann halt reich. Ich weiß nicht, also ich glaube es geht nicht. Ne, ich glaube es halt auch nicht. Dann. Gut. Channel switched. Ich muss bloß noch über Markia schon beibringen, also dass ich dafür seine Verbindung angreifen muss. Oh, ich muss schon in die Tür. Du 50.000 Britannien in deinem Land. Ja, ich sehe es. Geh halt selten aus, du hast das Geld. Oder? Ja, aber warum sollte ich die jetzt... Können ruhig noch eine Weile vor sich hin belagern. Ach, hier da. An der Tür. Zurück. Bei mehr als jetzt werden sie nicht belagern. War kein Auftragsmörder natürlich, der dich abgeknallt hat. Aber so, Tunesien wird zufrieden sein, solange es Ligurie kriegt, also Genua. Heiko, willst du wissen, wie viele Rebellenfraktionen ich habe? Wie viele? Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 müssten es sein. Habe ich, glaube ich, irgendwo verzählt, aber es sind schon um die 19. Geil, das Bündnis mit Großbritannien wurde schon aufgekündigt, weil die das Bündnis nicht eingehalten haben. Nice. Weil wir sie schon so gut, weil wir sie die AE so hochgetrieben haben. Ey, dann müssen wir nur das Bündnis mit Skandinavien aufkündigen. Das macht das Ganze ja nochmal günstiger. Graubündenfeld gleich. Heiko muss. Doch. Perfekt. Heiko muss sich jetzt um die 60.000 Britannia dafür machen. Mach ich doch gerade. Die haben erst Lebensmittelknappheit, da geht noch gut was. Ist echt herzlos, Heiko. Nur realistisch. Es gibt Leute, die würden sagen, da gibt es keinen Unterschied. Ja, zum Beispiel unser ECS-Lehrer. Der ist ziemlich grün und so richtig der Antikapitalist. Aber er unterrichtet halt Geografie an einem Wirtschaftsgymnasium. Und er kriegt immer richtig die Krise, weil wir alle so richtige Kapitalistenschweine sind. Er ist so voll der Grüne. Wieso Kapitalistenschweine? Ja, wir hatten es neulich über ThyssenKrupp, dass die halt in Brasilien mit ihren Werken quasi die ganze Bevölkerung vergiften. Wir meinten bloß, ja, so ist halt mit der Globalisierung. Wen? ThyssenKrupp. Ja, weißt du, Leute, die so reden, landen irgendwann auf der, am Schafott, das weißt du. Nee. Doch. Nee, das ist ja nicht mal so, ist klar, es klingt herzlos, aber es ist halt mal so im Markt. Ja gut, das sind aber auch nur Brasilianer. Im Markt ist halt fressen oder gefressen werden, wenn man jetzt sagen würde, ThyssenKrupp darf das nicht mehr machen, dann hätten die gar keine Überlebenschance mehr auf dem internationalen Markt. Das sind ja auch nur Brasilianer, solange es nur Europäer sind. Muss man es ja nicht so eng sehen, weißt du? Okay. Oh. Was? Du musst es gleich wieder schlecht klingen lassen. Wieso? Für mich sind halt Europäer mehr als der Rest. Russen ausgenommen. Die sind cool. So. Ich habe über einen Fluss und im Drecksgelände und weiß Gott was angegriffen. Ich voll Idiot. Aber ich wollte halt nicht. Ah, die belagern gerade Salzburg. Ja gut, warte, da kommen wir noch. Schick deine Truppen aus Salzburg noch raus. Hab ich gerade. Er flieht. Lol, ich hätte nicht verloren, wenn Tunesien. Ich hätte nicht verloren, wenn Tunesien nicht geflohen wäre. Nicht mehr synchron. Nicht mehr synchron? Wer ist nicht mehr synchron? Wer? Nee, wahrscheinlich ich. Nein, alle glaube ich. Ich hatte das nämlich auch. Okay, dann frage ich mal Yannick. Yannick, wir sind nicht mehr synchron. Alle. Ja, ich weiß, ja. Was machen wir jetzt? Schluss für heute. Ja, machen wir Schluss für heute. Okay. Oh. Schade, dass ich das eben nicht, nur noch in den anderen Part reingenommen hab, egal. Leute, wir machen Schluss, das lohnt sich jetzt nicht mehr Rehast zu machen, deswegen. Okay. Ah, komm, wir haben Frankreich. Heiko, hast du gespeichert? Ja. Warte. Jetzt habe ich gespeichert. Dankeschön. Ach, Alte 4 muss man drücken, gell? Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part und den Livestream. Genau wie das euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.